So, herzlich willkommen von dem Weco Überraschungspaket XL. Habe ich bei pyrolager.de gekauft. Warenwert lag bei, was habe ich gezahlt? 80 Euro ungefähr. Soll ja 130 Minimum drin sein. Ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt, was da drin ist. Dann machen wir es mal auf. Pyrolager hat auch noch geschrieben, dass sie das Paket aufmachen und gescheit verpacken wegen Versand, dass da nichts kaputt geht. Finde ich auf jeden Fall gut. Ja, das sieht man schon, Verpackungsmaterial. So, Verpackungsmaterial weg. Und dann sieht man schon den Anblick von den Raketen, die ich noch nie wirklich gesehen habe. Wie heißen die? Streamer, wie auch immer. Von denen haben wir. Boah, ich kann es gar nicht aussprechen, wie das heißt. Ich zeige es euch einfach mal. Von denen haben wir auf jeden Fall genug Teile. 4, 5, 6. Sieben, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, also auf jeden Fall einfach nur eine Sorte bis jetzt, 14, 16 Mal, ja, keine Ahnung, wie die heißt, wie man die ausspricht. Streamer. 16 Mal die Streamer-Rakete. Habe ich ehrlich gesagt so auch nicht gesehen. Noch nie. Was vielleicht noch interessant ist, die hat eine NRM von 19 Gramm. Ja. Bisschen schade, dass eigentlich nur eine Raketensorte da dabei ist. Aber bei Weco ist es eigentlich eh scheißegal, weil da, die schmeißen eh jede Bombette einzeln rein. Genau, also 19 Mal. So, mein Verpackungsmaterial weg. Also was ich hier sehe, nicht schlecht. Dann haben wir hier einmal die, wie heißt denn das, Black Knight. Mega römisches Lichterbatterie von Helios. Gab es wahrscheinlich mal im Aldi. Genau. 210 Schuss. Auf jeden Fall sieht schon gut aus. So. Womit machen wir denn weiter? Dann die Merlin-Fontäne. Gab es auch beim Aldi. Auch sehr geil. Hat ja ein richtig krasses Crackling. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, die zu testen mal. Leider ein bisschen zerdrückt. Die Raven. Oh, Raven? Was ist das für eine Batterie? Sternbouquets mit weißen und grün. Ja, scheiße, dass die. Sag mal, ist ein bisschen scheiße, dass die so verpackt wurde. Oder kaputt ist. Schauen wir mal, was wir da draus machen. Aber auf jeden Fall die Raven von Helios. Habe ich auch noch nie gesehen. Und dann haben wir die Might Knight. 15 Schuss Feuertopfbatterie. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt. War wahrscheinlich in dem Familiensortiment drin. Dann haben wir eine Fontänenbatterie. Cat Eye. Ja, müsste so heißen. Ja. Auch von Helios. Auch sehr geil. 45 Sekunden Brenndauer. Werde ich auf jeden Fall testen. Mal gucken, was da rauskommt. Irgendwie ist das ganze Paket bis jetzt von Helios. Dann die Moonshine von Helios, eine 100 Schuss römische Lichterbatterie. Dann noch der Standfuß dabei. Sehr geil. Dann Lord of Whistle. Ich denke, das ist in jedem Paket drin. Eine geile Lidl 5 Batterie. Ja.
hatte sie tatsächlich noch nie. Bin da gespannt auf den Test. Stell sie mal dahin. Dann nochmal die Lord of Whistle. Auch sehr geil. Können wir mal eine zünden, eine vielleicht mal aufgeben. So, wo machen wir denn weiter? Dann haben wir hier noch eine Fontänenbatterie. Crazy Bees. Die gibt es, glaube ich, in dem Familiensortiment von Lidl. World of Champions, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Hatte ich auch noch nie. Bin umso gespannter auf den Test. Mal gucken. Dann die nächste Heuler-Batterie. Aragon. 120 Schuss. Ja. Bin auch sehr gespannt darauf. Dann ein Klassiker, Tanz der Vampire. Gibt es das so in der Form ja eigentlich auch nicht mehr. Deswegen freue ich mich, die mal zu testen. Hatte ich tatsächlich auch noch nie. Mal schauen. Dann die Cyborg von Weco natürlich. War, glaube ich, eine Neuheit bei Lidl vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen umso gespannter auf den Test. Hatte ich auch noch nicht. Freue ich mich auf jeden Fall drauf, die zu zünden. Dann haben wir hier die Bulletproof XXL Brillant Color Batterie mit 21 Schuss, 30 mm, fast 500 Gramm. Auf jeden Fall auch sehr geil. Kenne ich tatsächlich nicht. Müsste ich mir jetzt auch mal ein Video anschauen. Ja, mal gucken. Und zu guter Letzt auch eine Lidl-Neuheit gewesen. Space Hawk. Habe ich so auch noch nie gesehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Müssen wir sich mal echt Testvideos angucken, ob die was kann. Auf jeden Fall auch 30 mm, 500 Gramm. Beziehungsweise bis zu 500 Gramm. Wie hatten die? Steht das drauf, da unten. 482 Gramm hat die auf jeden Fall. Auch sehr geil. Freue ich mich drauf. Ja, das war auch der letzte Artikel von dem Paket. Wir rechnen das mal aus und schreiben das dann hinten ans Video hin, wie viel das alles gekostet hat und ob wir auf den Warenwert kommen. Ja, da gibt es jetzt gleich noch eine kleine Gesamtübersicht, was alles in dem Paket drin war. Ja. So, dann kommen wir zur Gesamtübersicht. Dann war es 19 mal die Streamer-Rakete, wo schon alle wegrollt. Dann die Moonshine, 100 Schuss römische Lichterbatterie. Dann die 250 Schuss römische Lichterbatterie, Black Knights. Dann die Tanz der Vampire, die Aragon, die Cyborg von Deco, die Crazy Bees, Merlin, Cat Eye, die Bulletproof Batterie, Spacehawk Batterie, die Midnight Batterie, Feuertopf Batterie, die Raven Batterie. Bin auch gespannt auf den Test. Und noch die 2 Lord of Whistle Batterie, 5 Batterie. Ja, also ich denke mal, auf die 80 Euro sind wir bestimmt gekommen. Ja, das sehen wir dann, wenn wir alles ausgerechnet haben. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.